Hey, ja. Willkommen zurück zu Crimson Sea 2 zur Fortsetzung. Wie spielt's? Beim letzten Mal haben wir die Mission Unbestätigte Sichtungen gemacht, wo wir Cheney, ja, den Menace-Offizier ein bisschen ausgezaftet haben, also seine Schwachstellen kennengelernt haben durch Angriffe mit verschiedenen Waffen. Und ja, jetzt können wir weitermachen mit einer weiteren Nebenmission, die sich freigeschaltet hat. Die machen wir jetzt als Show übrigens auch. Aber zuvor rennen wir natürlich wieder hier rum im Hauptquartier und werden auch einmal wieder Winkel verteilen. Wir haben 26 Stück gesammelt. Die kommen jetzt einmal hier wieder dran. Wo sieht's halt aus? Ja. Da müssen wir wieder ein bisschen aufstufen alles. Das dauert wieder eine Zeit. Aber immerhin, so weit sind wir schon mal wieder. So, was haben wir noch im Inventar? Medikit. Ja, wir könnten mal ein Medikit. Medikit 3 noch kaufen. Ja, machen wir vielleicht mal. Wäre vielleicht eine Idee. Also gehen wir mal zu dem hin. Willkommen. Ja, ich sag auch willkommen zurück zu Crimson Sea 2. Wie gesagt, wir kaufen uns Medikit 3. Ja, muss mal sein. So. Und rennen wir hier ein bisschen rum und reden mit den Leuten. Fangen wir mit dem hier. Der will wieder schlafen, aber... Wir haben Probleme. Damos ist alleine ausgerückt. Das ist zu gefährlich. Er wird umkommen. Er macht sich sicherlich Sorgen um seine Heimat Agitato. Der Narr. Er weiß doch, dass sie sich noch auf eigene Faust gegen die Menace halten. Es gab keinen Grund für ihn, so dumm zu sein. Beeil dich. Schnapp ihn dir und bring ihn bitte zurück. Ja, wir werden das nicht tun als Finey. Das macht er dann Show später. Aber einmal gibt es nur die Nebenmission. Das ist der Transporterraum. Das Transportsystem funktioniert momentan nicht richtig. Wir können dich nur sicher nach Graf schicken. Ja, aber woanders ging es eh noch nicht hin für mich. Auch für Finey nicht. Ich habe gerade das von 6 gehört. Selbst der große Held konnte ihn nicht retten. Wenn dich die Menace einmal infizieren, dann war's das. Dann ist's vorbei. Und es gibt nichts, was du tun könntest, um es aufzuhalten. Das ist wohl leider richtig. Die Soldaten scheinen gar nicht so darüber besorgt zu sein, dass das IT jetzt ausgefallen ist. Das kommt wahrscheinlich davon, dass sie ihnen Hoffnung haben. Du hast ihnen Hoffnung gebracht. Ja, kann sein. Diese Antiwelle hat die Menace auf mehreren hundert Metern in jeder Richtung ausgelöscht. Finey, deine Antiwelle ist fantastisch. Sie wird unsere Waffe gegen die Menace sein. In Wirklichkeit haben die Menace selbst den Hauptbefehlstab in Panik versetzt. Deine Antiwelle ist unsere einzige Hoffnung. Ich werde mein Bestes geben. Ja, genau. Haben wir auch bisher getan. Finey, das ist großartig. Du hast alle diese Menace mit einem Wimperschlag erledigt. Ja, das stimmt. Ja. Wunderbar. Du hast Proben der aktuellen Spezies. Du hast eine Belohnung für jede Spezies. Ja, die Killer-Echse 24 Mal haben wir 240 verdient. Ja, dankeschön. Nehme ich gerne mit. Du hilfst mir. Großartig, dies ist die aktuelle Spezies. Aha. Professor Tal von Desiree. Die Flugameise. Eine geflügelte Ameise. Schwach und einfach zu besiegen. Bewegt sich in Schwärmen, die aus dem Nichts angreifen. Ja, ich finde überhaupt ein bisschen wohl interessant. Was? Diesmal hast du nichts für mich? Wie viel hast du bis jetzt für mich gefangen? Ja, 9. Ich will immer noch mehr. Also schlepp sie einfach an. Ja, werden wir irgendwann wieder den Mist mal wieder machen. So sieht's aus. Ja. Halt hier geblieben. Finey, du bist so süß. Hast du früher auf Graf gelebt? Was? Langsam wird's langweilig. Nein, auf Sam, please. Ich wusste es. Ich meine, sieh doch, was du anhast. Du bist so exotisch. Oh, danke. Kämpfe ich etwa, um sowas zu beschützen? Ja, genau das. Genau das tust du. Genau das tust du, Finey. Du,
Du bist unsere Geheimwaffe gegen die Menace, oder? Beeil dich und mach sie fertig! Ich habe meine große Liebe verloren. Lass sie zu, dass es anderen so ergeht. Beeile dich! Finey, lass mich dich untersuchen. Keine Angst. Opfer zu bringen war schon immer ein elementarer Aspekt der Wissenschaft. Ich habe schon was vor. Tut mir leid. Nee, hast du eigentlich nicht, aber... Das weiß sie ja nicht, ne? Das weiß sie ja nicht, dass sie ja gar nichts vorhaben als Finey. Ah, hier geht's doch. Ich sehe doch, dass du dich für Show interessierst. Ich werde dir alles über ihn erzählen. Über was willst du reden? Hab ich schon geredet. Der letzte Minute-Angriff verursacht einen Stromausfall. Ein Blackout. Hat ITS außer Gefecht gesetzt. Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so das Transportsystem abgeschnitten haben. Oh, was wolltest du eigentlich wissen? Hey, was willst du Bescheid wissen? Über nix. Eigentlich schon, aber... Die Menace haben uns fast. Was wolltest du heute eigentlich sprechen? Eine gute Frage. Hey, was willst du Bescheid wissen? Ich muss halt doch mal gucken. Da gibt's noch ein neues. Das ITS? Nee. Ja, haben wir schon? Okay. Haben wir das schon? Ja, sehr. Noch mehr? Finey, viel Glück! Jeder zählt auf dich! Aber sei vorsichtig! Da draußen warten eine Menge Gefahren! Von den Menace aufgefressen zu werden? Von den Menace infiziert zu werden? Ja, ich meine, aufgefressen zu werden ist eine Sache. Aber Infektion? Das ist was anderes. Das ist schlimmer als der Tod. Ja, könnte sein. Der Feind hat uns gerade vom Hauptbefehlsaal abgeschnitten. Wie lange kann die Menschheit noch durchhalten? Gar nicht, wir werden alle sterben. Ah! Du bist also Finey. Der Hauptbefehlsstab redet. Im Hauptbefehlsstab reden sie über dich. Waffe gegen die Menace. Der Mensch hat letzte Hoffnung. Nur mal eine kleine, viel Glück. Willst du das Toll ausprobieren? Nein, will ich nicht. Will ich nicht? Ich hab immer mit allen geredet, jetzt geht's weiter mit Show. Mit mal wieder mit dem nochmal durch alles mit allem reden hier. Wenn es mal Neues gibt, vorausgesetzt. Nun gut, du hast mich angestarrt. Was ist los? Nein, es ist nichts. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie cool deine Tätowierung ist. Willst du wohl die Spielfigur wechseln? Ja, will ich. Okay. Wieder hier mit allen reden. Dies ist der Transporterraum. Das Transportsystem funktioniert momentan nicht richtig. Wir können dich nur sicher nach Graf schicken. Ja, wie gesagt, was anderes habe ich noch nicht gesehen bisher. Ich sagte also zu Finey, dass sie eine Waffe gegen die Menace sei. Und weißt du, was sie sagte? Ja, dass sie ihr Bestes geben wird. Hast du mir nämlich schon mal erzählt. Ja. Ich werde Finey so ausgiebig wie möglich nutzen. Ganz egal, ob es ihr passt oder nicht. Seit dem Angriff der Menace sind uns alle Wahlmöglichkeiten genommen. Im Moment habe ich keine anderen Optionen. Ich verstehe. Von Geburt an besetzt die Menace feste Rollen. Um diese zu erfüllen, verändern sie sich und passen sich der Umgebung an. Die Mehrheit besitzt Angriffsfähigkeiten, um die Spezies zu beschützen und vor dem Aussterben zu bewahren. Zu diesem Zweck entwickeln sie sich. Gebrauch von Umgebung und Ressourcen maximieren, mit dem Ziel, eine vollkommene Rasse zu erschaffen. Das sind die Menace. Oh, klingt ja nicht so nett. Der Einflussbereich der Menace wächst. Quatsch, erzähl doch kein Mist. Sogar das Kontrollsystem wurde von ihnen eingenommen. Wenn es nur ein Dutzend Shows gäbe, zumindest sagt das eben ein Hauptbefehlstab, sind nur ein. Das reicht ja auch. Unglaublich, dass das ITS ausfällt und die gesamte Kommunikation mit Agitato unmöglich gemacht wird. Meine Mutter ist auf Agitato, ich mache mir solche Sorgen. Ja, du bist doch nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Wir haben Probleme. Damos ist alleine ausgerückt. Das ist zu gefährlich. Er wird umkommen. Er macht sich sicherlich Sorgen um seine Heimat Agitato. Denn er weiß doch, dass sie sich noch um eigene Faust gegen die Menace halten. Es gab keinen Grund für ihn, so dumm zu sein. Beeil dich! Schnapp ihn dir und bring ihn bitte zurück! Das werden wir machen. Bald.
Garfrey Dent ist abgehauen, als die Menace den Planet angegriffen haben. Er hatte alle anderen sich selbst überlassen. Ja, genau wie es vor 2 Jahren gemacht hat. Unglaublich, dass sie ihn wiedergewählt haben. Was? Ich weiß nicht, ob deren Dummheit oder die Macht des Gelds unglaublich ist. Wie auch immer, es ist einfach unglaublich. Er kann auch nicht glauben, dass sie ihn wiedergewählt haben, der Typ. Also deswegen wirklich die Währung zusammengebrochen. Fien, ey. Das ist unsere Geheimwaffe gegen die Menace. Wenn sie sich beeilt und die Menace vernichtet hätte, dann wäre mein Freund nie gestorben. Das stimmt wohl. Wir nutzen das ITS, um die Verwundeten auf einen Planeten zu bringen, auf dem die Menace-Präsenz geringer ist. Ohne ITS sind wir unfähig, uns um sie zu kümmern. Sie werden alle sterben. Nein, hier wird keiner sterben. Nicht, wenn wir es nicht wollen. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, dem nichts ist zu erzählen, aber trotzdem. Die Menace haben uns fast. Über was wolltest du heute eigentlich sprechen? Über nix. Der letzte Menace-Angriff verursacht einen dummen Ausfall. Ein Blackout. Hat das alte jetzt aus dem Weg gesetzt. Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so das Transportsystem abgeschnitten haben. Und was wolltest du eigentlich wissen? Ich wollte nur wissen, was ihr so treibt in der Zwischenzeit. Das bringt wirklich alle Zeiten zurück. Willst du nicht ein bisschen in Erinnerung schwelgen, Show? Über was willst du reden? Über gar nichts. Haben wir nicht schon gemacht. Mehr als genug. Wow, da ist Show. Ich kann es nicht glauben. Ich muss mit ihm reden. Ich muss. Und diese Fine ist auch süß. Jetzt man kann sie einfach zurücklehnen und mit dir reden. Okay, los geht's. Gibt's irgendwas? Nein, gar nichts. Oh, warum kriege ich keinen Ton raus? Das weiß ich auch nicht so genau. Der Feind hat uns gerade vom Hauptbefehl abgeschnitten. Wie lange kann die Menschen noch durchhalten? Mach dir keine Sorgen. Der will das Toll ausprobieren. Willst du das Toll ausprobieren? Nee, will ich nicht. Habe ich schon gemacht. Reicht auch einmal. Das ist der Übungsraum. Wenn du die Kunst zu kämpfen erlernen willst, dann frag die Typen da drüben. Der weiß auch nicht alles. Der weiß ja leider auch nicht alles, muss man leider mal so sagen, aber. Naja. So. Okay, hier machen wir mal die nächste Mission hier. Wähle eine Mission auf Graf. Ja, haben wir gar nichts zur Auswahl. Nur diese. Nee, Mission in Violett, was immer das heißt. Schwierigkeit ist 1, 200 Erfahrungspunkte. 510 Theos. Bei einer Eiswertung gibt es 1000 Theos. Und 1% TRR. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen nochmal Wettlauf in der Zeit 1. Wettlauf in der Zeit 1. Agenten haben sich einen neuen tödlichen Wettkampf ausgedacht. Es geht um die Geschwindigkeit, in der die Skylanders vernichtet werden, die in Alagando aufgetaucht sind. Verlieren steht außer Frage. Du musst die schnellste Zeit abschaffen. Vernichtet die Skylanders in Alagando. Geschwindigkeit ist wichtiger als Vernichtung der Menace. Ich will auch ein paar Wünsche sammeln. Das ist sicherlich auch noch hilfreich, oder? Ich denke mal, wir machen das ganz langsam. Weil wir mal Wünsche sammeln können damit. Was ist los? Die Energiequelle ist instabil. Die Tür geht ja auf und zu. Wir müssen durchspringen, wenn sie offen ist. Andernfalls werden wir Zeit verlieren. Ja gut, ich werde aber keinen Zeitrekord aufstellen. Genau, der ist irgendwie hier. Also, der hat nichts für mich. Okay. Ja, der hat die hingebaut. Die haben immer machen so einen Spaß raus. Voll die Bedrohung und die machen den Spaß aus dem Wettbewerb. Oh. Hey. Okay. Sehr interessant. Ja,
okay. Halt, da, 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 da noch. Okay. Ey! Was? Ja, hier oben ist hoch! Komm, die kommen nie wieder! So. Die kommen immer wieder, kann das sein? Das ist auch noch Zufall. Ich glaube, die kommen immer wieder. Aber bring nur mit uns. Ja, ist ja nicht so schlimm. Hey! So. Ja, dann mal, was machen die denn hier? Was willst du, Mann, hä? Was wollte der von mir? Keine Ahnung, was er von mir wollte. Okay. Machen wir ihn auf. Okay. So, hier. Dann kommen wir nicht weiter. Okay, dann geht's gar nicht weiter. Oh. Wir haben nur das Briefmagazin. Hey! Und ja? Okay. Keine gute Idee. Muss ich doch ein Medikit nehmen. Na, war nicht so gut. Dann nehmen wir das. Ich glaube, das reicht für die Hälfte. So. Das Geld wieder weg.
Na super! Nein, gerade haben wir es zu viel gesehen. Verdammt. Das war nicht so gut. Keine gute Zeit, aber egal. Rote 10, ja. Ja, 500 Tears, aber man kriegt nicht so viel Geld damit. Aber ein paar Wages haben wir gesammelt. Und eine Stufe haben wir auch aufgestiegen. Immerhin. Haben das geschafft, diese Mission. Willst du speichern? Ja, will ich, weil wir damit fertig sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Mission mit einer utopischen Musik. Ja, war ein bisschen antreibend. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt in meine Kommentare an die Bewertungen. Und damit sage ich, ja, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.